Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV. Hallo Hasbergen, Ausgabe Nummer 104. Beherrschendes Thema aktuell sind die Impfungen gegen den Coronavirus. Da bin ich sehr froh, heute in dieser 104. Folge Dr. Christian Albrecht zu Gast zu haben. Wir werden uns gleich erstmal herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, wir werden uns zunächst, wir werden zwei Folgen machen, weil das recht umfangreich ist, die ganze Thematik. Wir werden uns zunächst mit dem gesamten Virusgeschehen beschäftigen und später um einige andere Dinge, die medizinisch auch interessant sind. Aber da das ansonsten zu lang wird, machen wir da zwei. Ich möchte ohne lange Vorrede zu den Zahlen kommen. Die sind in den letzten Tagen ein wenig besser geworden in der Region. Die Inzidenz sinkt und das auch in Hasbergen. Wir haben nur noch 12 Infizierte derzeit und im gesamten Stadt- und Landkreisbereich sind es noch 1061 Infizierte. Es wird ja manchmal in den Medien der Eindruck erweckt, dass es massiv und rapide ansteigt. Das ist, was die aktuellen Infizierten anbelangt, nicht der Fall. Wir sind mit dem jetzigen Wert ungefähr wieder da, wo wir Anfang November standen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Zwischendurch waren wir schon mal auf 1500 aktuell Infizierten, jetzt sind es etwa 1000. Ist also ein wenig gesunken. Mit dem Impfgeschehen wird es bald beginnen. Wir beginnen mit den über 80-Jährigen. In der NOZ hat es da bereits einen Bericht gegeben. Wir als Gemeinde Hasbergen möchten uns hier massiv einbringen. Ich bin dem Seniorenbeirat sehr dankbar, dass er sich da ebenfalls beratend einschaltet. Da haben wir folgende Nummern, die Senioren anrufen können, wenn Fragen sind. Heiner Wagner 60 90 30, Christa Friedrich 5268 und Gabriele Drees 50 07 266. Die Nummern werden wir auch einblenden. Wer also Fragen hat zu den Impfungen, über das bestimmte Prozedere, einiges werden wir gleich erörtern, möge sich dort melden. Super, dass der Seniorenbeirat dabei ist. Weitere Informationen im Laufe des folgenden Gesprächs. Ja, lieber Christian, ich stelle das fest, wir sind jetzt mittlerweile in der 11. Woche des Lockdowns, wenn wir die November-Geschichte mitzählen, aber die war ja eigentlich auch schon recht scharf, muss man ja rückblickend auch schon sagen, auch wenn es jetzt noch schärfer ist. Wir sind in der 11. Woche und ich stelle fest, dass ich jeden Tag die Musik zu Hause lauter mache und irgendwie dringend mal wieder eine anständige Party brauche, mal einen vernünftigen Geburtstag, mal ein Fest, wo man entsprechende Leute sieht. Ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Wann sind wir aus der Nummer raus, Christian? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt einen Hoffnungsschimmer haben jetzt durch die Impfung. Wir werden in 2-3 Monaten wieder wärmere Zeiten haben, was natürlich auch positiv beitragen wird. Die medikamentöse Entwicklung geht voran. Auch da bin ich in Kontakt mit der Uni Kiel. Da gibt es einige Neuigkeiten, eventuell schon, wenn sich das finanzieren lässt, dass eventuell auch schon im Mai, Juni medikamentös was auf den Markt kommen wird. Aber wir müssen uns im Moment halten an die Impfung und das ist unsere ganz große Hoffnung. Und vielleicht wäre es da auch gut, einiges mal zu den Impfungen zu sagen, dass wir haben ja zwei unterschiedliche Impfungen. Du weißt, dass der mRNA-Impfstoff in aller Munde ist. Alle wollen diesen Impfstoff haben. Es gibt den Vektorimpfstoff. Vielleicht kann ich eine kurze Erläuterung, wenn du das erlaubst. Damit können wir gerne anfangen, wobei auf diese medikamentöse Geschichte möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Medikamentös bedeutet, einerseits haben wir die Impfung und medikamentös heißt Behandlung der laufenden Erkrankung. Verstehe ich richtig, ne? Genau, da ist auch einiges im Petto. Das wird leider nicht so gefördert von der Politik, weil alle haben sich auf die Impfung gestürzt. Macht ja auch Sinn, erstmal überhaupt die Erkrankung zu verhindern. Mhm. Ja. Aber auf Dauer ist es natürlich auch wichtig, dass man ein Medikament entwickelt. Da gab es ja immer mal wieder Empfehlungen, im Moment noch symptomatischer Art. Aber dauerhaft wird man da sicherlich auch Medikamente auf den Markt bringen. Wobei es immer auch eine Sache der Finanzierung ist. Ja? Solche Projekte kosten viel Geld. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Impfung. Genau. Oder kommen wir auf die Impfung zu sprechen. Der Unterschied zwischen diesen beiden verschiedenen Varianten, die ja von den Herstellern, die können wir hier ruhig nennen, wir machen hierfür keine Werbung, die ja genau. Vom Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich sind. Bitte, Christian. Also es gibt einmal den mRNA-Impfstoff, ja, das ist der Impfstoff, den viele gerne haben würden. Der ist von BioNTech, Pfizer, das ist eine Firma, oder auch von Moderna, ja, jetzt seit einigen Tagen zugelassen. Das ist ein Impfstoff, wo eine Messenger-RNA in die Zelle gelangt und wo der Körper sozusagen einen guten Impfschutz über zelluläre und humorale Aktivität, das ist vielleicht jetzt zu kompliziert, aber wo der Körper einen guten Impfschutz aufbauen kann.
Dieser Impfstoff hat den großen Vorteil, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Immunisierung von ca. 90% erreichen. Das ist natürlich sehr hoch, wenn wir so an die Grippeimpfung denken, Influenzaimpfung, da liegen wir nicht mal bei 70%. Ja, das wissen viele gar nicht. Ja, aber da haben wir also eine Immunisierung von 90%. Man geht davon aus, dass wir eben eine zweite Impfung brauchen zwischen dem 21. und 28. Tag bei diesen Impfstoffen. Da kommt jetzt noch ein zweiter Impfstoff oder ein dritter Impfstoff dazu von der Firma CureVac aus Tübingen. Der wird auch jetzt demnächst auf den Markt kommen. Ich glaube, da sind gestern die Versuche abgeschlossen worden an den Rhesusaffen, wo man einen Impfschutz von fast 100% auch vermutet. Ja, ich habe gehört, du hast da Aktien bei Herrn Hopp. Ja, ja, auch bei der Bundesregierung, die sich ja entsprechend daran beteiligt hat. In der Tat, das habe ich vor längerer Zeit mal gemeinsam mit meiner Tochter gemacht. Ja. Also es wäre dir sehr zu wünschen, dass du auch unabhängig von der Politik dauerhaft weiterleben kannst. Aber, so viel sind es nicht, so viel kann man sich keine lassen. Also das sind diese sogenannten mRNA-Impfstoffe, die eine gute Impfquote haben, beziehungsweise nicht Impfquote, sondern eine gute Immunisierung haben, die in der Handhabung ein bisschen kompliziert sind. Das ist ja unser großes Problem, auch deshalb vielleicht auch mit die Impfzentren. Der BioNTech-Impfstoff, weißt du, wird bei minus 70 Grad gelagert und muss nach dem Auftauen von der Firma empfohlen innerhalb von 5 Tagen im Kühlschrank gelagert aufgebraucht werden. Die Politik hat sich da so eigene Gesetze wegen Haftungssachen gemacht und hat gesagt, nein, wir wollen den an einem Ort innerhalb von einer Stunde möglichst verimpfen, wenn wir ihn aufgetaut haben. Der moderne Impfstoff ist ein bisschen angenehmer dort, den können wir dann über 30 Tage im Kühlschrank lagern, also von der Handhabung etwas einfacher. Und die Temperatur nicht ganz so niedrig? Ja, der ist bei minus 20 Grad, ja, und kann dann im Kühlschrank gelagert werden. Alle sprechen von Moderna. Wir haben ja jetzt erst die ersten 60.000 Impfdosen bekommen, also die Bundesrepublik. Wenn wir das auf Haßbergen mal umrechnen, sind das 5 für die Gemeinde Haßbergen. Ja, das ist also nicht so die Menge. Im ersten Quartal sollen aber 2 Millionen noch kommen und für das ganze Jahr 50 Millionen Impfdosen. Der Unterschied zwischen den mRNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen: Der mRNA-Impfstoff ist eben eine neue sozusagen Form des Impfens und deshalb haben viele Leute Respekt vor diesen Impfungen. Aber mRNA-Impfstoffe sind schon entwickelt worden, damals 2012 beim MERS, nicht MERS, sondern MERS-Coronavirus, ja, hat sich aber leider nicht durchgesetzt und hat schon auch Einzug erhalten in der Therapie der Krebstherapie und HIV-Therapie. Also dieser Impfstoff ist nicht so, oder diese Impfentwicklung ist nicht so ganz neu. Und wir wissen auch mittlerweile, dass dieser Impfstoff innerhalb von 50 Stunden im Körper komplett abgebaut ist. Was ja auch ganz interessant ist, weil immer über Langzeitfolgen gesprochen wird. Ja. Ja, die Langzeitfolgen, wenn wir alle Impfungen mal so in Deutschland zusammenfassen, oder Impfreaktionen und Langzeitfolgen, haben wir eigentlich nur bei der Pockenimpfung damals Hirnhautentzündung gesehen. Und diese Hirnhautentzündungen haben dann wiederum akut, sind die aufgetreten, aber haben Langzeitfolgen letztendlich gemacht. Aber wir wissen eigentlich, dass die ganzen Impfungen, die wir hier so auf dem Markt zurzeit haben, keine Langzeitfolgen machen. Mhm. Deshalb brauchen wir das bei diesem mRNA-Impfstoff auch nicht zu befürchten. Und was sonst auch immer die Kritiker sagen, ist natürlich, dass der unser Erbgut verändert, nicht? Das ist völliger Quatsch, weil diese mRNA gar nicht in unseren Zellkern gelangt, also nicht zu unserer DNA, zu unserer genetischen Information kommt, sondern wirklich in der Zelle auch wieder abgebaut wird. Ja. Und der Unterschied zum Vektor? Der Vektorimpfstoff, das ist ein älteres Verfahren, ja. Also mehr ein klassisches Verfahren. Da haben wir ja den Impfstoff von AstraZeneca aus Oxford. Ja. Der ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil in der Impfstoffentwicklung die Populationen nicht ganz sauber getrennt waren und sie nachbessern mussten. Der AstraZeneca-Impfstoff war ja lange Zeit führend. Ja, die EU hat sich sehr auf den AstraZeneca-Impfstoff eingeschossen. Ja, und dann hat man festgestellt, dass die nachbessern müssen. Der wird jetzt auch letztendlich bald auf den Markt kommen. Ich glaube auch in den nächsten Wochen die Zulassung bekommen. Ist auch eine zweifache Impfung, genauso wie der mRNA-Impfstoff zweifach geimpft wird. Er wird im Kühlschrank gelagert. Ja. Man kann ihn sogar bei Raumtemperatur, glaube ich, aufbewahren und hat allerdings im Moment eine Quote zwischen 60% und 90% Impferfolg. Also wie die klassischen. Wie die klassischen, genau. Wie dem gesagt, wie bei der Grippeimpfung. Ja, es ist so ein bisschen unterschiedlich von den einzelnen Populationen, also von den einzelnen Altersgruppen. Ja, es gibt Altersgruppen,
die auf den Vektorimpfstoff besser ansprechen. Man kann ja immer davon ausgehen, umso älter man ist, umso weniger spricht man auf eine Impfung eigentlich an. Mhm. Und das ist eben die Sensation bei den mRNA-Impfstoffen, dass auch die über 80-Jährigen zu 90% oder sogar noch höher auf diesen Impfstoff ansprechen. Ja, da haben wir natürlich... Aber ich will noch sagen dazu, nur dass man weiß vielleicht auch, warum der Vektorimpfstoff so ein bisschen in die Kritik geraten ist. Einmal durch dieses durch die Studienlage, dass die nicht ganz sauber gemacht worden ist, dass die nachbessern mussten, AstraZeneca, und dass gleichzeitig der Vektorimpfstoff der Sputnik-Impfstoff ist. Ja, da hat man so ein bisschen Respekt vor, weil wenn man Sputnik 5, das hört sich schon gefährlich an, ja, den russischen Impfstoff sieht, das ist eben auch ein Vektorimpfstoff. Wobei wir jetzt ganz, ganz große Hoffnung, dann bin ich mit den Impfstoffen durch, ganz, ganz große Hoffnung auf den Johnson & Johnson, der heute, glaube ich, in der Diskussion ist, bald zugelassen zu werden, amerikanischer Impfstoff, der in den Niederlanden produziert wird. Das ist auch ein Vektorimpfstoff, der voraussichtlich sogar nur einmal geimpft werden soll und auch eine Quote von fast 100% Impferfolg aufweist. Ja, wir wissen ja, wir haben keinen Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff. Wenn es denn soweit ist, kann man nicht sagen, ich möchte jetzt BioNTech haben oder mRNA oder Vektor. Das kann ich nicht entsprechend beurteilen. Wir stellen also fest, dass es diese Impfstoffe gibt, die sehr, sehr kalt oder sehr, sehr kalt gelagert werden. Die werden dann überwiegend in den Impfzentren logischerweise verimpft werden. Während wir bei den Vektor-Impfstoffen natürlich dann die Variante haben, die dann eher in Hausbesuchen abgegeben werden können. Also wir haben ja im Moment, das haben wir hier ja auch entsprechend aufgerufen, wir haben viele pflegebedürftige Menschen zu Hause, nicht in den Pflegeheimen, sondern zu Hause, die im Rahmen der Geldleistung, Kombileistung, wie auch immer, zu Hause gepflegt werden von pflegenden Angehörigen, die ja gar nicht erfassen und die auch nicht nach Georgsmarienhütte fahren können. Das muss man ja nun eindeutig sagen. Oder wenn dann nur mit dem Krankenwagen. Das wäre ja verrückt, wenn man das machte. Bei denen wird es dann wahrscheinlich so sein, Christian, dass die von den Hausärzten zu Hause geimpft werden, dann allerdings vermutlich auch mit einem Vektorimpfstoff. Ich gehe davon aus, dass es so geplant ist und dass deshalb auch das ein Grund für die Impfzentren mit war, nicht? Dass man aufgrund dieser Lagerung Probleme gesehen hat. Wobei, wenn man die Herstellerangaben sieht, kann man ja selbst den kompliziertesten Impfstoff, was die Lagerung anbelangt, den BioNTech-Pfizer-Impfstoff letztendlich nachauftauen bei normaler Kühlung. So kühlen wir ja unsere Influenza-Impfstoffe auch. Bei normaler Kühlung könnte man ihn ja sogar 5 Tage verimpfen. Das heißt, wenn ich Anfang der Woche in der Praxis mir eine Charge aufmache, die taue ich auf, dann hätte ich die ganze Woche Zeit, auch diesen Impfstoff auch selbst auf Hausbesuchen zu verimpfen, indem ich den in der Kühlkette mitnehme. Aber da hat sich die Politik wieder das selber ein bisschen schwer gemacht und hat gesagt, ja, weil wir in Haftung oder auch in Haftung mit eingetreten sind bei dieser ganzen Diskussion, soll dieser Impfstoff möglichst in einer Stunde, innerhalb einer Stunde an einem Ort noch nur verimpft werden, ja, sodass dann einige Leute, die gerade glücklicherweise an dem Ort sind, wie unser Oberbürgermeister, dann eben Glück haben und geimpft werden können und andere Leute, die eben nicht da sind. Es werden ja schon Leute angefragt von den mobilen Impfteams, wenn ihr was übrig habt, ruft mich an, ich bin innerhalb einer Stunde da. Also das ist mehr so auch eine politische Entscheidung. Ich glaube, wir könnten das auch handhaben in den Praxen selber. Die Frage ist letztendlich nur, in welcher Menge die Impfstoffe als Charge geliefert werden. Wenn ich natürlich diese großen Pakete sehe, wie sie im Moment geliefert werden, und ich habe da gleich, was weiß ich, 2000 Impfungen, die werde ich in der Praxis natürlich nicht unters Volk bringen können, nicht? Also das ist klar, da ist der moderne aber Impfstoff eben schon eher möglich, auch bei minus 20 Grad, ist es ja auch eine ganz andere Transportkette. Genau. Also es wird schon so ein Kampf um die einzelnen Impfstoffe geben. Das haben wir damals bei Influenza auch gehabt. Ja, ist es jetzt die Vierfachimpfung oder die Dreifach gegen 3 Stämme oder gegen 4? Ich kann nur sagen, ich wäre froh, wenn ich überhaupt eine Impfung bekommen könnte irgendwann. Ja, und ich würde mich mit jedem Impfstoff zurzeit impfen lassen. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, es geht ja darum, dass wir eine entsprechend hohe Impfquote, wir haben das an vielen Stellen schon mal gesagt, bekommen. Jetzt zunächst erstmal in der Risikogruppe, das sind die über 80-Jährigen. Wir haben gerade schon von den Pflegebedürftigen gesprochen. Da nochmal übrigens an dieser Stelle der Appell an die Angehörigen, an die Freunde, die über 80-Jährigen bitte dabei zu unterstützen bei dem Anmeldeprozedere. Werden angeschrieben jetzt vom Land.
Aber das ist trotzdem nicht ganz so einfach, sich diesen Termin geben zu lassen, möglicherweise länger in der Warteschlange zu handeln oder gar sich online den Termin geben zu lassen. Gerade bei der Altersgruppe besonders ungünstig das Verfahren, so habe ich den Eindruck. Also ja, der Seniorenbeirat hilft, aber vor allen Dingen ganz wichtig, dass eben vor allen Dingen die Familie da unterstützt, damit das so schnell wie möglich mit einer besonders hohen Quote geschehen kann. Nur so bekommen wir das, glaube ich, an dieser Stelle hin. Das ist eine Risikogruppe. Man hat das ja in verschiedene Gruppen geclustert, Christian. Wenn man mit den 80-Jährigen in Anführungszeichen durch ist, geht es ja noch auf andere Gruppen. Du hast eben im Vorgespräch schon mal darauf hingewiesen, dass man da vielleicht einige Gruppen noch so ein bisschen sogar unter den Tisch fallen lässt oder dass man das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen kritisch sehen kann. Also ich glaube, so aus den Erfahrungen der Praxis ist es so, dass gar nicht mal unbedingt die ganz alten Leute die meiste Angst haben, sondern es sind die Leute, die mitten im Leben stehen, die Familie haben, die aktiv sind, die noch mehr Ängste haben, sich zu infizieren, als jetzt unbedingt die Leute, die über 80-Jährigen. Natürlich wissen wir aus den Alten- und Pflegeheimen, dass da die Todesquote eben extrem hoch ist. Und deshalb ist es auch vernünftig, diese Leute zuerst zu impfen. Aber die Sorge ist natürlich, jeder versucht irgendwie jetzt eine chronische Erkrankung zu erfragen in der Praxis, kann ich nicht auch zur Kategorie 2 wenigstens gehören? Also die Sorgen sind natürlich auch in ganz anderen Gruppierungen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, wenn ich sehe, wenn man das mal so ansprechen darf, die MPK-Runde hat letzte Woche entschieden, dass es zum Beispiel diesen Schullockdown bis 31. Januar gibt und dann doch unter dieser enormen Angst, die im Moment existiert, dann doch wieder Präsenzunterricht für einige Abschlussklassen getroffen worden ist, die Entscheidung getroffen worden ist. Das liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, dass die Kultusminister der einzelnen Länder natürlich auch gucken, was sagen die Eltern. Wir haben ja einen Kultusminister, der auch ein bisschen narzisstisch geprägt ist und sich dann auch gegen seinen Ministerpräsidenten oder gegen diese Runde dann auch schon mal stellt. Also diese Leute, die dann hören, ja, wir müssen vernünftigerweise in einen Lockdown und müssen dann aber trotzdem doch wieder Präsenzunterricht in die Schulen gehen. Das ist für die Lehrer eine große Sorge. Die fragen sich auch, zu welcher Kategorie gehören wir denn? Ja, ich habe viele Lehrer, die sagen, kann ich nicht, ich hatte mal ein bisschen Zucker, kann ich nicht als Diabetiker jetzt eine Bescheinigung kriegen oder wie auch immer. Und die Schüler sind ja sozusagen, wenn man denkt, dass man sich mit einer weiteren Person aus einem Haushalt eigentlich treffen darf. Ja, und die treffen sich in ihrer Klasse dann mit 25 weiteren Personen aus 25 Haushalten und sind teilweise, so wie mein Sohn, jetzt 8 Stunden in der Schule, ja, in einem Klassenraum, gemeinsam, ja, dann ist das natürlich irgendwo schwer verständlich, warum die Kultusminister sich einiger Länder, sind ja nicht alle Länder, ja, aber einiger Länder sich so gegen die MPK-Runde entschieden haben. Und da sind Ängste bei den Schülern, da sind Ängste bei den Lehrern. Und ich finde, dass wir nicht nur an die über 80-Jährigen denken sollten, sondern auch an möglichst alle, die impfwillig sind. Und die nicht so impfwillig sind, die müssen wir dazu bringen, dass sie motiviert sind, weil ich sagen kann, dass wir wirklich keine Sorgen haben müssen, dass wir irgendwelche Schädigungen durch die Impfung bekommen. Das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Du hast gesagt, es gibt einmal diejenigen, die Angst haben, das heißt also, die vor der Erkrankung unglaubliche Angst haben, die also versuchen jetzt irgendwo so schnell wie möglich an die Impfung dranzukommen. Und das sind auch die Jüngeren halt, und nicht? Das genau, nicht und es gibt genau das Gegenteil, eben von denen, was du gerade ansprachst, die sagen, ich warte erstmal ab, ich bin erstmal grundsätzlich ein bisschen skeptisch, ich fürchte entsprechende Langzeitfolgen und da ist es tatsächlich so, das habe ich heute bekommen, die CDU und die SPD-Fraktion im Landtag haben entsprechend Appell an die Landesregierung gemacht, da eine umfangreiche Kampagne zu fahren im Land, um das entsprechend nach vorne zu bringen. Halte ich auch persönlich für außerordentlich sinnvoll, denn nur dann macht es ja irgendwann entsprechend Sinn. Es gibt eine Gruppe, die haben wir gerade noch nicht in dem Maße genannt, das sind die Menschen mit chronischen Erkrankungen. Ich denke da vor allen Dingen beispielsweise an die Lungenerkrankung COPD, die natürlich besonders gefährdet sind in diesem Zusammenhang. Und was ich mir ganz außer Praxis da als Frage stellt, wie identifiziert man diese? Die Landesregierung kann es nicht, die hat da gar keine Daten, die weiß es nicht. Die Krankenkassen könnten das möglicherweise über die Chronikerprogramme, die es ja entsprechend gibt.
Allerdings gibt es eine ganze Menge Krankenkassen und die Daten sind nicht zusammengeführt. Das ist nicht der Fall. Das heißt, Christian, nach meinem Dafürhalten kann das ja nur durch die Praxen erfolgen, die ihre Erkrankten kennen. Ist das so vorgesehen? Habt ihr da Informationen? Also du kennst ja das Thema Datenschutz. Ja? Genau. Und das ist ein ganz grausames Thema, was eigentlich letztendlich auch vieles verzögert. Ja, wenn ich jetzt gehört habe, dass die über 80-Jährigen nicht so angeschrieben werden dürfen von den einzelnen Ländern, sondern dass man auf DHL oder so zurückgreifen muss, ja, das ist ja irgendwo schizophren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben im Moment noch überhaupt gar keine Informationen. Wir haben auch gar keine Informationen, was zum Beispiel die Impfzentren selber anbelangt. Also du musst dir vorstellen, ich bin vor Weihnachten angerufen worden, 2 Tage vor Weihnachten, mit der Bitte, mich ab dem 28. Dezember für ein Impfzentrum bereitzuhalten. Ja, also meine Praxis so einzuteilen, dass ich von 9 bis 17 Uhr jeden Tag impfe. Das ist, am 22. ist die Anfrage gekommen, ob ich ab dem 28. impfen kann. Okay. Ja, jetzt haben wir heute den 13. Ja, ich habe nichts mehr gehört. Ja, ich halte mich also bereit, aber ich habe nichts mehr gehört. Das liegt daran, dass die Hilfsorganisationen, die angefragt haben, ja auch gar nicht wissen, wann kriegen sie irgendwelche Zuteilungen, ja, wie wird das organisiert. Die Politik hat ein Umsetzungsproblem. Ja, das wird irgendwo entschieden, aber keiner weiß genau, wann wo was ankommt, aber alle sollen sich bereithalten. Und ich meine, das läuft ja noch nicht mal. Es läuft ja nicht mal, wenn wir daran denken, dass die Leute im Moment den Anspruch haben, 6 Masken zu kriegen. Ja? Dann heißt es im Moment, ja, es gibt aber Leute, Geiz ist geil, ja, das ist ja eine Gesellschaft. Ja. Da gibt es Leute, die wollen ganz gerne ja, vielleicht 2-mal sich anstellen oder an verschiedenen Apotheken. Und dann kriegen die ja 12 Masken. Ja? Ist ja kein Alkohol, was man kriegt oder keine Schokolade, sondern Masken. Das sind Leute, die Angst um ihre Gesundheit haben. Und dann sage ich mir, dann sollen die doch 12 Masken haben oder auch 18 Masken. Nein, jetzt überlegen die Krankenkassen, wie können wir denn Berechtigungsscheine ausstellen? Das überlegen die jetzt seit, ich glaube, seit 10 Tagen. Wie können wir denn Berechtigungsscheine für diese Leute ausstellen? Mal sehen, was da kommt. Ja? Also ich will nur sagen, man sieht die ganze Zeit hilflos zu, wie vieles verzögert wird, was natürlich auch daran liegt, dass jeder sich selber irgendwo einbringt. Ich bin eigentlich ein Freund von Demokratie und Föderalismus. Aber gut. Die zentralistischen Staaten, die regeln das besser. Ja, das muss man einfach mal sagen. Die haben viel höhere Impfquoten als wir im Moment. Und das liegt daran, dass jeder sich irgendwo einmischen will. Und viele natürlich auch, sind ja nicht alle so politisch so versiert wie du. Aber es gibt einige, die dann auch sehr narzisstisch geprägt sind halt. Und die sich dann selber einmischen. Das ist ja nicht nur in der Politik so. Ja, sind viele Leute, die im Rahmen der Pandemie auch auf dieses neue Krankheitsbild aufgesprungen sind, um sich darzustellen. Das haben wir selbst bei den Virologen, ja, wenn wir an Herrn Streeck denken. Ja, der war ganz beleidigt, weil er eben vergessen hat, die Todesraten zu zählen, die auch nach seiner Studie kamen. Und da hat der Herr Drosten das nur mal ganz vorsichtig angemerkt und dann war der sogleich so beleidigt, dass er gesagt hat, ja, der Drosten, da soll man aufpassen, dass er nicht immer sagt, dass die Schüler auch infektiös sind. Mittlerweile wissen wir, dass das in den Schulen genauso läuft. Ich will nur sagen, da sind so Eitelkeiten von allen Leuten, ja, ob das in der Politik ist, ob das unter den Ärzten ist, eigentlich überall. Und das verzögert enorm den Prozess, dass wir weiterkommen. Es gibt natürlich auch andere Staaten, die durchaus auch lupenreine Demokratien sind, wie beispielsweise Israel, die es trotzdem hervorragend hinbekommen. Tatsächlich, du hast es eben genannt, diese Datenschutzthematik hindert uns an vielen Stellen. Ich halte es auch für dramatisch, dass das Land tatsächlich auf DHL-Daten zurückgehen muss. Das Land hat nicht die Einwohnermeldedaten komprimiert, haben die nicht. Was mich allerdings an der Stelle doch ein Stück weit wundert, die Gemeinden haben sie. Wir haben die. Es wäre gar kein Problem, dass wir die entsprechende Personengruppe anschreiben. Das würden wir auch sofort machen, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Ist aber nicht vorgesehen. Und das Warum nicht? Ne? Das halte ich für tatsächlich kritisch. Deswegen haben wir ja, wie gesagt, gemeinsam mit dem Seniorenbeirat versucht, die Quote da nach oben zu bringen. Und wieder noch dramatischer erscheint es mir tatsächlich, weil da wird's, jetzt geht es nur um Alter. Das ist gar kein Problem. Wir könnten sie anschreiben oder das bekommt man schon da irgendwo hin. Aber bei denjenigen, die diese chronischen Erkrankungen haben, ich denke da, der wird jetzt nicht kommen, aber unser
Partner Jan Chivara aus Comprachice, das schwere Lungenerkrankung. Mhm. Wenn ich mir den vorstelle, der müsste eigentlich in Gruppe 1 sein, aber doch so schnell wie möglich. Wie wird der identifiziert? Wie wird man das hinbekommen, ja, ich glaube, das ist, dass der entsprechend reinkommt? Das kann nur über euch als Ärzte gehen. Das wäre ja auch kein, wir können ja eine Diagnose sozusagen, eine ärztliche Bescheinigung für den Patienten selber ausstellen. Ja, das würde ja die Schweigepflicht überhaupt nicht verletzen. Wenn wir was dem Patienten selber in die Hand geben, ist es ja völlig in Ordnung. Anders ist, wenn eine Behörde uns anfragen würde. Ja, mhm. Das wäre schon wieder ein Problem, wobei ich damit auch kein Problem hätte. Aber vom Prinzip her können wir für den Patienten ja eine Bescheinigung ausstellen. So machen wir das ja jetzt bei den Lehrern teilweise auch, die nicht in den Präsenzunterricht sollen. Aber, ja, nicht, wenn ich kurz einhalte, jetzt mal fast Anne Will, jetzt hake ich eben ein. Fast so wie bei Lanz hier. Ja, ja. Er muss es aber auch wieder proaktiv tun. Und das erscheint mir problematisch. Ich bin der Auffassung, wir müssen diejenigen, die in Frage kommen, informieren, dass die es wissen. Es gibt viele, die von sich aus eben nicht tätig werden. Und da habe ich große Sorge, dass das eben nicht geschieht. Es gibt immer 40%, 50%, 60% aufgeweckte Menschen, die sich selber darum kümmern, aber wir müssen eine höhere Quote erreichen, gerade bei diesen Risikogruppen. Und das schaffen wir aus meiner Sicht so aus dieser Art nicht. Und ich habe da auch kein Patentrezept. Aber Holger, viele sind doch auch in ständiger ärztlicher Behandlung. Ja, wenn ich jetzt so die Programme sehe, gerade bei der COPD, was du sagst, die chronische Bronchitis oder Asthma, nicht bei diesen Patienten, die sind ja quartalsweise teilweise in den Praxen und machen Krankenkassenprogramme mit und so weiter. Die sind ja selber auch interessiert, ja, und die haben ja auch mehr Angst. Ja, die wissen ja, dass sie mehr zur Risikogruppe gehören. Es ist viel schwieriger für uns, glaube ich, für die Leute, die so ein bisschen was haben und fragen, reicht das nicht schon aus, auch chronisch krank zu sein? Also Atteste nachher auszustellen, wo wir selber sozusagen auf der Kippe oder selber überlegen müssen, gehören sie jetzt in Risikogruppe 2 damit rein, können wir das verantworten? Das ist ja alles gar kein Thema, wenn wir genug Impfstoff haben. Nicht? Das ist ja eigentlich nur geschuldet, weil letztendlich, ich möchte das jetzt nicht die Politik wieder kritisieren, aber weil bei der Impfstoffbestellung eben sehr spät bestellt worden ist und man hat auf alle möglichen Impfstoffe gesetzt damals. Nicht? Die EU hat auf alle Impfstoffe gesetzt und hat überall so ein bisschen bestellt. Ein bisschen ist ja nicht wenig gewesen. Ja? Es wurde ja jede Firma mit ca. 400 Millionen Dosen für EU-rechtlich da irgendwie versorgt, oder da wurden 400 Millionen Dosen bestellt. Davon bekommen die Deutschen dann teilweise zwischen 20 Millionen und 60 Millionen Dosen, je nach Impfstoff. Aber man hat eben spät bestellt, andere Staaten haben schneller bestellt. Wir haben viel verhandelt von der EU, damals um die Kosten. Deshalb sind wir sozusagen auch ein bisschen hinten ran gekommen. Und man hat ja damals die Überlegung oder jetzt auch die Überlegung gemacht, hätten wir BioNTech eigentlich einfach so bestellt, dass wir so viele Dosen von Anfang an bestellt hätten, wie wir sie benötigen, oder auf jeden Impfstoff die Dosis gesetzt, die wir hätten gebraucht, dann hätten wir sie von der EU 7 Milliarden Euro mehr ausgeben müssen. Ja, und jetzt haben wir im Moment schon einen Kostenpunkt von 220 Billionen Euro, die wir Mehrausgaben haben, obwohl wir das hätten vielleicht anders geschickter machen können. Und eins muss man nochmal sagen, wenn jetzt der Herr Spahn, ja, den ich nicht in allen Punkten schätze, aber der seine Aufgabe ja sehr bemüht auch gut versucht zu machen, wenn der jetzt unter dem öffentlichen Druck versucht, noch Nachbestellungen zu machen, was ich ja eigentlich okay finde, ja, dass die EU einheitlich mal für Europa bestellt, das finde ich völlig in Ordnung und ist auch richtig, damit auch die armen Länder sozusagen versorgt werden und damit da keine Neiddiskussion aufkommt. Aber jetzt hat er unter dem öffentlichen Druck versucht, heimlich sozusagen noch paar Millionen Dosen bei BioNTech zum Beispiel zu bestellen. Dann bekommt er von Frau von der Leyen natürlich gleich einen Rüffel und sagt, unser Ansehen ist damit geschädigt, wenn wir jetzt bilateral noch extra bestellen. Ja, da ist das Ansehen in der Politik manchmal höher bewertet als die vielen Toten, die wir vielleicht retten können. Und da fängt man als Mediziner natürlich an, irgendwo auch ein bisschen frustriert über die politischen Entscheidungen zu sein. Ja, ja, ich teile da deine Auffassung und auch die Einschätzung von Jens Spahn, dass er da auf jeden Fall nicht für verantwortlich ist, sondern das ist tatsächlich EU und das ist eine Thematik, wo dann plötzlich jemand verhandelt aus Zypern, die
wahrscheinlich gedacht, dann wir müssen auch noch irgendwie so einen Kommissionsposten mal irgendwie bekommen. Ist nicht weiter wichtig. So hatte man sich zu dem Zeitpunkt gedacht. Die bekommen dann natürlich eben nicht Verteidigung oder sowas in der Art, sondern bekommen das und die wissen gar nicht richtig, was da vor sich geht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr kritisch zu sehen. Und du sagst, wenn man 10 Milliarden mehr ausgegeben hätte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Jeder Monat längerer Lockdown, der kostet uns ein Vielfaches. Ja, man hätte die, alleine in Deutschland. Man hätte dann ganz viel Dosen natürlich nachher übrig. Die hätte man in die armen dritten Länder geben können. Ja. Hätte man denen sogar kostenfrei zur Verfügung stellen. Aber es ist ja so, dass wir haben ja auch eine Erwartungshaltung an die Politik. Und die Politiker können ja auch nicht für alles zuständig sein und sind ja auch nicht kompetent auf jedem Gebiet. Ja, ich meine, du würdest auch nicht als Lieblingsthema jetzt Verwaltung machen wollen, ja, oder nur Verwaltung, ja, sondern du machst auch gerne in der Öffentlichkeit, dass du die Leute versorgst, dass du die Leute betreust, dass du... Ich mache alles gerne, was mit dem Bürgermeister zusammen. Genau. Nicht? Also Kompetenzen auch mal abtreten zu können. Ja. Und das kannst du ja auch. Das wäre schön, wenn die anderen das auch mal könnten oder mehr könnten. Und das ist eben teilweise nicht gelaufen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir eine Erwartungshaltung als Volk haben an die Politiker, die die einfach nicht erfüllen können. Vielleicht hätte man von vornherein eine andere logistische Sache aufbauen müssen, ich weiß es nicht. Also ich bin da ja auch kein Politiker. Nun wollen wir nach vorne schauen. Genau. Nun wollen wir nach vorne schauen. Derzeit wird viel darüber diskutiert, dass es Mutationen gibt, was völlig normal ist. Bei jedem Virus gibt es entsprechende Mutationen. Es gibt diesen britischen Virus, der ja horrend mehr ansteckend sein soll. Im Vorgespräch hat Uli Bademeyer darauf verwiesen, dass manch einer vermutet, er sei 70 Mal so ansteckend, weil er vielleicht Schwierigkeiten hat, mit Prozentzahlen umzugehen. Da sind ja horrende Dinge da. Jetzt eben aus deiner Sicht, erstens ist es normal, dass es Mutationen zu diesem Zeitpunkt gibt. Inwieweit wirkt sich das aus, dass er mehr ansteckend ist? Und drittens wirken beide Arten der Impfstoffe genauso bei diesen Mutationen, oder gibt es eine Art mRNA, wie auch immer, die da besser drauf vorbereitet ist? Also meine Frau hat mir ein nettes Beispiel zum Thema Mutationen genannt. Also auch Lehrerin, ja auch nicht besonders geschützt, aber hat mir ein schönes Beispiel genannt. Wenn man einen Text abschreibt, dann gibt es immer mal wieder Fehler. Ja? Dann verändert man einige Buchstaben, es gibt Fehler im Text. Ja? Dadurch ist aber der Sinn des Textes nicht unbedingt anders. Nur dann, wenn so viele Fehler entstehen, dass sich der Sinn des Textes ändert, dann haben wir eben ein Problem. So ähnlich ist das bei der Virusgeschichte letztendlich auch. Wenn wir über den 70-fach höheren, oder ist ja nicht 70-fach, sondern 70-prozentigen, nicht, das ist ja das Entscheidende, höhere Ansteckungs- oder Infektionsrate oder Infektionsgefahr sprechen, ist es definitiv so, dass wir etwas mehr als die Hälfte dieses Virus Ansteckende haben. Ja, das muss man einfach wissen. Das ist ganz normal. Die Mutation gibt es ja auch bei den Grippeviren, bei den Influenza-Viren. Deshalb haben wir ja auch jedes Jahr wieder einen neuen Grippeimpfstoff. Und wir wissen ja jetzt von den ersten Versuchen, die noch in vitro gelaufen sind, dass diese so aussehen, dass die Impfung bei den Mutationen zurzeit definitiv auch helfen. Mutation muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Also man muss sich das so vorstellen, das Virus hat einen Selektionsdruck, das will sich weiter vermehren und wird jetzt geärgert durch alle möglichen Faktoren, auch durch die Impfung. Ja? Und versucht sich dann zu verändern, um weiter sozusagen bestehen zu dürfen oder bestehen zu können. Und dieser Selektionsdruck kann auch dazu führen, dass das Virus selber Fehler macht in der Mutation. Und das haben wir doch bei der Schweinepest gesehen. Ja, dass das Virus auf einmal gar nicht mehr so infektiös ist. Auch das kann passieren, das wissen wir noch gar nicht. Wir wissen zwar, dass die Infektionsquote höher wird, das Ansteckungsrisiko ist durch die Mutation höher, aber vielleicht haben wir weniger schwere Verläufe, das ist noch gar nicht klar. Das wäre ja wünschenswert. Das heißt, es muss nicht immer ein Nachteil sein, wenn ein Virus mutiert. Und im Moment wissen wir, dass die Impfstoffe eben bei diesen Mutationen sicher helfen. Und das ist das Interessante am mRNA-Impfstoff. Man kann den immer punktuell verändern und neu einstellen auf die Mutation. Hm. Ja, das wird natürlich dann auch wieder dauern. Dann wird das wird wieder in die Produktion gehen müssen. Aber vom Prinzip her kann man sich auf die Mutation, glaube ich, einstellen. Ich sehe die Sorge mehr, dass wir den R-Wert nicht halten können, weil solange wir nicht richtig impfen können, da sind wir wieder beim Thema, weil wir zu wenig Impfstoff haben. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber sobald wir ausreichend Impfstoff haben,
und impfen können, bin ich ziemlich sicher, dass wir sozusagen über die Mutation gar nicht mehr groß diskutieren müssen. Das ist zumindest eine Hoffnung. Vorletzte Frage aus meiner Sicht noch. Es wird immer darüber diskutiert, dass selbst wenn man geimpft ist, man möglicherweise noch immer Träger des Virus sein könnte und andere Menschen anstecken kann. Dass diese Thematik wird eine ganz gewaltige Bedeutung entfalten, spätestens dann, wenn man selektiert und sagt, derjenige darf wieder reisen, derjenige darf wieder zum VfL und die anderen halt nicht. Wie ist die aktuelle Lage? Wie ist deine Einschätzung da? Also es gibt Untersuchungen bei den Vektorimpfstoffen, ja, die so ein bisschen in Verruf sind wegen der 70-prozentigen Quote, was ich vorhin zu Anfang gesagt hatte, oder weil der Sputnik 5 ja auch ein Vektorimpfstoff ist. Da gibt es einige Untersuchungen, dass es durchaus letztendlich einen Schutz auch gibt, also dass man so eine sterile Immunität, so nennt man das ja, dass man also auch als Infizierter, Geimpfter, der sich infiziert, das eventuell nicht mehr weiterträgt. Das ist noch nicht klar, aber da gibt es erste Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass es so sein kann. Wir wissen es im Moment noch nicht. Es wird sicherlich dadurch, dass wir jetzt viel mehr impfen und viel mehr Zahlenmaterial zur Verfügung steht, wird es meiner Meinung nach auch innerhalb der nächsten 3-4 Monate klar sein. Das Problem ist ja, dass wir nie genau wissen, wer uns angesteckt hat. Weil wir wiederum auch aus Datenschutzgründen ja keine Tracking-App oder so etwas haben, leider. Ja. Mhm. Hätten wir das, würden wir das schneller wissen können, weil wir dann auch vielleicht zurückverfolgen könnten, dass wir wirklich von einem Geimpften auch, oder einfacher zurückverfolgen können, dass wir wirklich von einem Geimpften letztendlich auch infiziert worden sind. Also letztendlich, wenn ich medizinisch denke, glaube ich, dass man eher eine sterile Immunität hat, weil die Vermehrung des Virus soll ja durch die Impfung sozusagen aufgehalten werden auch. Und ich glaube, dass die Replikation eben nicht im Rachenraum in diesem Umfang stattfinden wird und dass man andere Leute nicht infiziert. Aber das ist eine Vermutung und eine Hoffnung, ja. Aber ich schätze, wie gesagt, dass das in den nächsten Monaten deutlich wird. Das ist wichtig, dass wir relativ, weil das wird natürlich in diesem Jahr noch ganz entscheidend werden. Das ist eine Frage, die Die Israelis glauben das ja schon, nicht? Indem sie dann jetzt Impfpässe ausstellen. Also die Geimpften dürfen jetzt reisen wieder. Mhm. Das ist natürlich dann auch eine juristische Frage. Nicht? Israelis sind meistens gut informiert, die haben den besten Geheimdienst der Welt. Also von daher haben die gute Möglichkeiten, denke ich. Abschließend die Frage, müssen wir uns jetzt dauerhaft immer wieder gegen Corona impfen lassen? Der Virus bleibt uns erhalten oder das, wie auch immer. So sagt man. Wie ist deine Einschätzung der Dauer? Jeden Herbst wieder oder alle 5 Jahre? Was kann dabei rauskommen? Auch da gibt es ja noch keine Zahlen. Ja? Ich weiß nur, was die Virologen vermuten. Die Virologen vermuten, dass wir sicherlich 6 Monate Schutz haben. Deshalb ist auch gut, dass wir so viel Impfstoff bestellt haben, ja? Dass wir möglichst eben auch nachimpfen können. Sonst haben wir ja im halben Jahr wieder das Problem. Man vermutet, dass wir einen Schutz haben über ein Jahr. Das wäre schon gut. Das wäre dann so wie bei der Influenza. Mhm. Wie gesagt, wir hoffen natürlich auf Mutationen des Virus, dass das Virus vielleicht gar nicht mehr virulent ist irgendwann mal, wie bei der Schweinepest. Aber die Vermutung ist nicht so, dass wir das so sehen wie bei einer Masern-Mumps-Röteln-Impfung, also einer Lebendimpfung, wo wir wissen, dass wir zweimal geimpft, jetzt sind wir lebenslang geschützt. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, weil es ja auch ein Coronavirus, ein anderes Virus ist. Also man vermutet wahrscheinlich, dass wir nach einem Jahr wieder nachgeimpft werden müssen, vielleicht auch mit einer veränderten Impfung. Ja? Und das habe ich ja gesagt, das wird nicht das Problem sein. Aber dann wird es wahrscheinlich auch nur eine Einfachimpfung sein. Und dann wird sich vielleicht auch herausstellen, welcher Impfstoff überhaupt der beste war, auch der bestverträglichste. Ja. Und kann ja sein, dass die Firma Johnson & Johnson, die gesagt hat, wir müssen nur noch einmal impfen und haben fast 100% Vektorimpfstoff, ja, sonst bisschen in der Kritik, dass der dann unser Impfstoff werden wird. Ne, das wissen wir nicht. Ja, viele Pferde sind da auf der Bahn. Wichtig ist zusammenfassend sicherlich zu sagen, jede Impfung ist besser als keine Impfung. Auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Wir lassen uns impfen, sobald wir dran sind, unterstützen das. Und wie gesagt, bei Fragen steht der Seniorenbeirat gerne zur Verfügung. Wir natürlich in der Gemeinde auch. Und
Du und deine Kollegen selbstverständlich ebenfalls. Das ist die zentrale Thematik. Das war schon immer so, sehr gerne. Christian, wir könnten hier eine Sendereihe davon machen. Das war jetzt schon ziemlich lang an der Stelle, aber wir könnten noch viel, viel mehr dazu sagen. Wir hoffen, dass das erstmal zur Aufklärung beigetragen hat. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben. Aber sicherlich wichtige Informationen sind enthalten. Wir kommen gleich später zum zweiten Teil. Erstmal vielen Dank, Christian, dass du hier warst, die Informationen mitgeteilt hast. Und mir bleibt zu sagen, im Januar geht das immer noch. 2021. Also danke, wird gut. Danke für die Einladung. Ich weiß nicht, ob es noch. Danke für die Einladung, Holger. Und ich kann nur den Appell an alle Bürger richten: Lassen Sie sich impfen. Haben Sie keine Angst davor. Die Impfstoffe sind sicher. Die zentrale Aussage. Alles Gute. Danke.